35 Jahre hat er auf dem Buckel, aber er ist wunderschön, dieser BMW aus dem Jahr 1977. Einer von vielen Fahrzeugen, die hier bei der Motorissimo, dem Fest des Automobils in Pforzheim, gezeigt werden. Ja, 3 Tage lang steht es im Mittelpunkt. Das Automobil, das Autoland Baden-Württemberg feiert 125 Jahre Automobil und Pforzheim feiert mit. Ja, nostalgische Klänge aus längst vergangenen Tagen. Wir haben hier sogar ein originales Bertha-Benz-Mobil gefunden, wobei ganz original ist es nicht. Tourismusdirektor Wolfgang Trautz, normalerweise steht es, glaube ich, im Stadtmuseum, oder? Richtig, es ist das Stadtmuseum, da steht dieses Teil und es ist aus von 1888, von dem Jahr, als Bertha-Benz die erste Fernfahrt der Welt gemacht hat, mit ihren beiden Söhnen Eugen und Richard von Mannheim nach Pforzheim und damit ihrem Mann Karl die Fernfahrttauglichkeit dieses Fahrzeugs bewiesen hat. Ist das auch der Anlass, warum Sie diese Motorissimo feiern oder veranstalten? Sicher auch, aber im Grunde feiert man ja in Baden-Württemberg 125 Jahre Automobil und das beginnt noch mal 2 Jahre früher. Deswegen feiern wir in Wien alle in Baden-Württemberg auch dieses Fest und wir sind ein Leuchtturmprojekt geworden, also gewählt worden vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg und vom Tourismusmarketing Baden-Württemberg. Es gibt 5 Leuchttürme. Stuttgart war der Anfang Mai, dann war jetzt letzte Woche Karlsruhe, jetzt kommt Pforzheim und dann folgen noch Bodensee und noch Mannheim. Aber nun ist ja Pforzheim eigentlich eher als Goldstadt bekannt. Warum plötzlich Automobilstadt? Ja, wir sind nicht eine kleine Automobilstadt, aber wir haben eine sehr gute Geschichte dazu und haben gute Kompetenzen. Denn man muss eines wissen, nicht nur, dass die Bertha Benz eine gebürtige Pforzheimerin war, sondern viele Autozuliefererfirmen, die jetzt mittlerweile hier auf dem Markt sind, Witzenmann oder andere Bereiche, die sind aus der Schmuckindustrie auch mit entstanden. Das heißt, diese Präzision, die in Pforzheim schon immer gemacht worden ist, die wirkt sich jetzt auch in vielen, vielen kleinen Teilchen aus, die in Autos drin sind, die man gar nicht sieht. Das heißt, Pforzheim auf dem Weg zur Automobilstadt. Vielleicht machen Sie künftig auch Stuttgart Konkurrenz. Also das wäre ziemlich vermessen. Ich weiß, das kann ich mir nicht vorstellen, denn da ist eben Porsche und Mercedes schon eine gute Hausadresse. Aber was wir eben wollen, ist, dass wir erstmal hier bei diesem Fest Motorissimo die gesamte Bandbreite der Automobilentwicklung darstellen wollen, von der Geschichte, aber auch einen großen Blick in die Zukunft werfen wollen. Und das machen wir auch hier. Wir haben ein großes Zukunftsareal, wo wir alternative Antriebstechniken zeigen, wo wir die Mobilität der Zukunft präsentieren. Und wo wir eben auch, sag mal, die Themen wie E-Bikes, Pedelecs, Hybridfahrzeuge, das alles bespielen. Es gibt Solartaxis, es gibt also praktisch alles, was in den Zukunftsbereich mitspielt. Bis zum Schluss sogar noch, wir zeigen auch die Autos der Zukunft, die ganz in der Zukunft fahren, die im Moment nur auf dem Reißbrett oder auf Skizzenblöcken bestehen. Nämlich die Arbeit, die die Studenten der Hochschule Pforzheim machen im Bereich Transportation Design. Die sind auch hier im alten Rathaus und die zeigen auch die neuesten futuristischen Fahrzeuge, die man sich im Moment gar nicht vorstellen kann, dass die mal fahren. Aber man sieht tatsächlich in vielen Jahren, sie werden garantiert auf der Straße sein. Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie denn jetzt hier in diesen 3 Tagen? Also das ist sehr schwierig zu schätzen. Jedenfalls heute am Freitag, wo wir gedacht haben, ist so ein Warm-up-Tag, da ist es schon so voll, wo wir eigentlich gedacht haben, dass es vielleicht morgen erst so ist. Also es ist, glaube ich, ganz toll, dass wir gerade Pfingstferien haben, dass es heute ein Brückentag ist. Und ich denke, viele, viele Leute aus der Umgebung und auch von weiters her. Wir haben viele Gäste, also auswärtige Gäste, die von weiters her kommen, in unserer Touristinformation schon gehabt. Das wird sicherlich ein großer Magnet werden dieses Wochenende. Ja, die Zukunft des Automobils beginnt vielleicht hier in Pforzheim, sagt Wolfgang Trautz, der Tourismusdirektor hier in Pforzheim. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal dahin und schauen uns mal an, was da geboten wird bei der Zukunft des Automobils. Bei der Motorissimo ist auch die Mobilität der Zukunft ein Thema. Und hier ist ein Vorreiter sozusagen der E-Mobilität, Luis Palmer aus der Schweiz, hier angereist mit seinem Solarmobil. Sie sind vor 4 Jahren haben sich auf eine Weltreise begeben. Was hat es damit auf sich? Das ist das erste Auto, das hier um die Welt gefahren ist, nur mit der Kraft der Sonne. Das waren 1,5 Jahre und 54.000 Kilometer, die ich quer durch 38 Länder zurückgelegt habe. Wie kommt man auf so eine Idee? Das war ein Kindheitstraum von mir. Vor 30 Jahren schon habe ich davon geträumt, wenn ich mal groß bin, will ich die Schönheit dieser Welt genießen, ohne diese Welt kaputt zu machen mit dem Benzin und den Abgasen. Und 30 Jahre später kann man es immer noch nicht kaufen. Da habe ich mir gedacht, okay, also was soll's, dann baue ich mir das halt selber.
Wie kann ich mir das vorstellen? Haben Sie es tatsächlich selbst gebaut oder hat Ihnen da jemand geholfen? Ich bin ja Lehrer vom Beruf. Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Ding baut. Also habe ich halt Hilfe geholt. Es waren 4 Hochschulen, die involviert waren. Am Schluss 200 Leute. Niemand von uns hatte je ein Auto gebaut. Wir hatten eigentlich keine Ahnung, wie man so was macht. Aber es hat sich absolut bewährt. Ich bin pannenfrei wie eine Schweizer Uhr halt um die Welt gefahren. Und jetzt sieht man ja nicht nur eine Schweizer Uhr, sondern man sieht auch viele Sponsoren auf dem Auto. Was hat denn die Entwicklung und der Bau dieses Autos gekostet? Also das weiß niemand. Also ich meine, wenn ich das zahlen hätte sollen, es gibt Firmen, die haben mir einen Kostenvoranschlag geschickt. Die haben gesagt, wir bauen Ihnen das gerne, das Auto. Wir wissen nicht, ob das hier durchhält, aber wir bauen es mal für 4 Millionen Euro. Das Geld hatte ich halt leider nicht, die 4 Millionen Euro. Und so habe ich halt 200 Freiwillige gesucht und die Hochschulen. Und wir haben das so am Abend und am Wochenende dann zusammengeschraubt. Hat 3 Jahre gedauert, aber schlussendlich hat es natürlich viel, viel, viel weniger gekostet. Und ich meine, in Serienproduktion könnte man so ein Auto locker für 15.000 Euro sogar für weniger herstellen. Das wäre überhaupt kein Problem. Aber? Es wird nicht gemacht. Warum nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Es funktioniert ja. Ich habe ja bewiesen, dass ich sogar um die Welt fahren kann. 1,5 Jahre ohne Panne, 54.000 Kilometer durch alle Schlaglöcher in Indien und Saudi-Arabien und man baut es immer noch nicht. Und globale Erwärmung haben wir, den Krieg ums Erdöl haben wir, das wissen wir alles, oder? Und trotzdem, das große Umdenken hat noch nicht stattgefunden. Die ganze Welt ist frustriert, dass man das Auto nicht kaufen kann. Und alle Leute wollen es eigentlich. Es sollte natürlich anders ausschauen, schöner sein, größer sein, vielleicht mehr Sitzplätze, ein bisschen schneller, aber es ist ja technisch alles machbar. Und immer noch wird es nicht gebaut. Und die Hersteller und die Politik, die sind zögerlich und es dauert 100 Jahre und das ist sowieso viel zu spät, bis da mal reagiert wird. Schade. Aber was glauben Sie, an was liegt es? Liegt es an den Herstellern? Liegt es an der Politik? An was liegt es? Ja, an allem. An allem. Also wenn wir schon darüber diskutieren, ich glaube, es liegt an der Gesellschaft, die zu wenig pusht. Es liegt an Politik, die keine Gesetze, keine Förderung macht und keine richtigen Gesetze. Es liegt an der Industrie, die halt kein Risiko eingehen will. Und ich glaube, es ist halt so, dass diesem Teufelskreis, dass dieser Lethargie muss man halt irgendwann mal ausbrechen. Aber glauben Sie, dieser Trend, der jetzt gerade spürbar ist, also raus aus der Kernenergie hin, vielleicht auch zu gerade im Automobilbereich zu neuen Mobilitätskonzepten, glauben Sie, dass das tatsächlich jetzt der Beginn ist oder ist es auch wieder nur ein Zögern? Ehrlich gesagt, es braucht noch ein paar weitere Fukushimas wahrscheinlich, bis wir wirklich so weit sind, dass das große Umdenken passiert. Bei der globalen Erwärmung ist es leider nicht so, dass von einem Tag auf den anderen irgendwo den Deckel hebt, sondern es ist ein schleichender Prozess und das ist ja das Gefährliche. Man spürt es nicht, man sieht es ganz langsam und deshalb dieser Effekt, den Fukushima hatte, den müssen wir halt hier auch noch haben, beim CO2, bei der globalen Erwärmung. Der wird leider ausbleiben und deshalb bin ich nicht so sicher, wann wir diesen Wandel schaffen. Aber zumindest haben Sie mit Ihrem Solartaxi, wie das Gefährt heißt, ja einen Anstoß gegeben. Warum eigentlich Solartaxi? Haben Sie da auch Leute mitgenommen auf Ihrer Weltreise? Über 1000 Leute sind ja mitgefahren. Jeden Tag war jemand anders drin. Die Leute sind so begeistert von dieser Technologie. Da war ja sogar Ban Ki-moon drin. Da habe ich in New York zur Arbeit gefahren mit Polizeieskorte und so. Das war genial. Das heißt, James Cameron war drin. Während den Filmarbeiten für Avatar hat er sich mal 2 Stunden Zeit genommen, ist dann mitgefahren. Prinz Albert von Monaco war da drin. Und der Prinz von Jordanien bis hin zu Pop-Rock-Sängern und Friedensnobelpreisträgern und so weiter. Das war genial. So viele Prominente haben Sie mitgenommen. Würden Sie mich auch mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Einsteigen bitte. Super. Ja, die Mobilität der Zukunft, so könnte sie aussehen. Die Motorissimo in Pforzheim bietet einige Ansätze für ein Auto der Zukunft. Luis Palmer, fahren wir los? Ja, Anke Rückwart, Sie führen die Bertha Benz-Fahrt quasi an. Wie alt ist denn das Auto, was Sie hier fahren? Das ist von 1903. Was ist genau für ein Typ? Das ist ein Mercedes Simplex 60. Und der gehört Ihnen, gehört Ihrer Familie? Ja, ganz genau. Wie aufwendig ist es, so ein Fahrzeug am Leben zu halten? Naja, erstmal muss man es wieder ins Leben bringen. Das ist ziemlich aufwendig, das dauert ein paar Jahre. Und wenn er erstmal läuft, ist es eigentlich nicht so ein großes Problem. Haben Sie die Werkzeugkiste nicht dabei? Wir sitzen drauf, doch. Also kann schon öfters mal vorkommen, dass da irgendwie eine Panne anfällt unterwegs? Nein, eigentlich nicht selten. Der läuft gut. Wie oft bewegen Sie den denn? Nur so speziell jetzt zu Sonderausfahrten oder auch mal an einem normalen Sonntagnachmittag? Also Brötchen hole ich damit nicht. Nein, schon zu solchen Veranstaltungen. Das macht am meisten Spaß mit anderen zusammen. Und wie aufwendig war es, den zu restaurieren? Also hat er ihn schon immer gehört? Haben Sie ihn dann quasi gebraucht, gekauft oder wie war das? Der ist gebraucht, gekauft, komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt. Wie aufwendig war es? Na, es hat, glaube ich, 2 Jahre gebraucht.
Also es war aufwendig. Was haben Sie gemacht oder Ihr Vater? Oder? Kann man das vorstellen? Mit meinen zwei Fingern, zwei linken Händen habe ich das nicht gemacht. Ja, das haben wir in der Familie gemacht. Ja, aber ich war es nicht. Wie hoch? Das ist jetzt noch die interessante Frage zum Schluss. Wie hoch schätzen Sie, oder Sie wissen vielleicht sogar, was ist er denn wert? Nein, das weiß ich nicht. Ich bin auch ganz froh, dass ich es nicht weiß. Also Sie würden auch nicht verkaufen? Nein. Okay, dann noch viel Spaß damit. Dankeschön. Ja, und jetzt bekommen die Teilnehmer hier bei der Einfahrt nach Pforzheim ein Stück Zwetschgenkuchen. Jetzt muss ich mal fragen, warum bekommen die Teilnehmer hier von Ihnen Zwetschgenkuchen? Weil die bei der Benz damals hierher gefahren ist und ihre Schwiegermutter der beste Zwetschgenkuchen backen hat. Also 1888. Ja. Tradition bis heute. Ja, absolut. Das ist noch ein Platz für mich frei, oder? Kommen Sie mal hier rein. Wo ist der Kuchen? Ja, der Kuchen, da muss man aufpassen. Ui, da ist doch was, wird da eng hier. Da ist auch was Enges, ne? Ja. Wie ist das? Sie machen sowas öfters, nehme ich an. Also hier, die Better Benz haben wir schon einige Male mitgemacht. Wir machen auch öfter Oldtimer-Rallys. Aber das ist hier immer ein toller Empfang. Begeistert für die Automobile hier. Es macht richtig Spaß, hier einzufahren. Und wo kommen Sie her? Aus Wolfram bei Kassel. Ah, da fahren Sie dann extra immer zur Better Benz-Fahrt? Ja, ja. Sehr gut. Das macht und Spaß. Das Fahrzeug jetzt nehme ich an, ist eher so eine Spielwiese von Ihrem Mann, oder? Ja, genau. Aber Sie dürfen trotzdem mit. Ich darf mit, wenn ich artig bin. Wenn Sie artig sind. Was heißt artig? Müssen Sie putzen? Nein, ich muss nur aufpassen hier, dass wir richtig fahren. Nach Bordbuch, ne? Das ist ja alles mit diesen Chinesenzeichen. Also klassische Co-Pilotin wie bei der Rallye. Genau, genau. Und sonst macht es aber richtig Spaß. Ja. Jetzt haben wir nur so wenig Kofferraum. Jetzt muss ich ja sehen, wie man das hier, die netten Geschenke, unterbringen. Ja, dann brauche ich ja jetzt nur noch so eine Fliegerbrille und dann kann's losgehen. Aber Sie könnten es wahrscheinlich mitfahren. Vermutlich nicht, ja. Ja, die Autos stehen und jetzt wird hier erstmal die Motorhaube, wenn man so nennen kann, aufgemacht. Herr Finkemeier, das ist nicht nur zum Spaß oder nicht nur, dass die Leute hier fotografieren können, oder? Nein, die Wärme muss heraus. Durch das Anstehen jetzt dort in der Stadt ist es also generell ziemlich warm geworden. Und so kriegen wir die Wärme wieder ein bisschen raus aus dem Motorraum. Sie sind einer, der noch selbst an seinem Auto schraubt. Wie viel Zeit geht denn da drauf? Ich brauche bei diesem Auto eigentlich recht wenig Zeit. Das braucht natürlich seine ständige Wartung, Kontrolle, die natürlich wesentlich in geringeren Zeitabständen ist wie bei modernen Autos. Aber riesig dran herumschrauben, permanent kaputt, ist da nicht unbedingt was dran. Wie viel haben Sie selbst restauriert? Nein, ich habe das unverschämterweise mal so erworben. Ich habe aber den Motor in den Jahren, wo ich ihn habe, schon einmal komplett überholt. Aber die Werkzeugkiste wahrscheinlich immer dabei, oder? Ja, ein bisschen Werkzeug ist schon dabei, muss aber nicht wirklich unbedingt permanent in Einsatz. Jetzt ist natürlich die Frage, warum fahren Sie so ein Auto? Also Sie könnten ja auch ein neues Auto, ein modernes Auto fahren. Was liegt Ihnen dran? Ja, das ist das Hobby. Das muss einfach wachsen. Man wächst da hinein. Man hat vielleicht erst ein bisschen ein paar Nachkriegsautos in dem Bereich und dann kommt einfach irgendwann mal ein Vorkriegsauto. Das ist einfach ein ganz anderes Feeling. Das ist Fahren pur. Das heißt, Sie haben mehr als ein Auto zu Hause in der Garage stehen. Wie viel haben Sie denn? Ja, wir haben 3-4 Autos in der Garage stehen. Auch verschiedene Epochen, sodass man an verschiedene Veranstaltungen mit dem passenden Auto teilnehmen kann. Das heißt, da hängt schon Ihr Herz dran, auch an diesen Oldtimern? Auf jeden Fall. Sonst macht man das nicht. Das ist nicht nur einfach so aus einer Laune heraus, sondern das ist einfach, wie soll ich das sagen? Geht ins Blut oder kommt daraus. Benzin im Blut. Könnte man so sagen. Viel Spaß noch. Dankeschön. Baujahr 1910, ist ganz schön alt, der Opel. Oder er hat viele Jahre auf dem Buckel, sagen wir es mal so. Wie viel ist denn so ein Auto wert? Die Frage ist eigentlich bei solchen Dingen eigentlich nicht der Preis. Das Thema ist, Sie kriegen solche Autos einfach gar nicht. Und insofern sind wir eigentlich froh, dass wir den haben. Und der ist im Familienbesitz. Und insofern, feste Wertvorstellung hat man einfach nicht. Ne? Aber haben Sie den schon mal schätzen lassen? Oder? Wir haben die normal versichert, aber ansonsten haben wir da auch keine wirkliche Vorstellung. Weil das ist ein Liebhaberfahrzeug. Wir sind in diesem Jahr anderen Autos zum Gucken in London Brighton gewesen. Da werden jedes Jahr Autos versteigert, die Kriterien erfüllen, dieses älteste Rennen der Welt zu fahren. Die dürfen maximal Baujahr 1902 haben. Und da weiß vorher auch keiner, welcher Preis da rauskommt. Aber jetzt mal ehrlich, so in etwa kennen Sie den Wert wahrscheinlich, oder? Wir kennen den eigentlich nicht wirklich, nein. Und wie viel Zeit investieren Sie da rein? Schrauben Sie selbst?
Das Auto ist im Familienbesitz hier, das ist in der Familie von meiner Lebensgefährtin. Und da werden viele eigene Stunden investiert, da braucht man ab und zu auch professionelle Hilfe natürlich. Der Bruder von meiner Lebensgefährtin führt heute das Autohaus und der eine oder andere Mechaniker hilft dann auch schon mal, die Dinge dann dahin zu bringen, wo sie hingehören. Die hatten jetzt in dieser Woche auch nach einer Probefahrt noch mal ein kleines Thema mit der Kardanwelle. Da haben dann alle noch mal angefasst. Gott sei Dank war der Feiertag dazwischen, dass man da noch einen Tag mehr Spielraum hatte. Und dann konnten wir dann pünktlich hier am Donnerstag da sein. Das ist ja eine interessante Frage. Was machen Sie eigentlich, wenn es regnet? Sie haben ja kein Dach. Regenkleidung. Ja, man hat sonst keine Chance. Gute Regenkleidung. Wie oft kommt sowas vor? Ja. Ist man tatsächlich im Regen? Schauen Sie noch mal nach draußen. Ja, kommt ja, schon vor. Ja, auf der Rallye muss man damit rechnen. Also wir brechen die Rallye deswegen nicht ab. Jetzt muss ich ja die Dame fragen, wie ist denn das? Ist es ja eigentlich kein typisches Frauenhobby, oder? Ganz bestimmt nicht. Aber es sind schon viele Frauen hier auf der Rallye und ja, teilweise fahren sie auch selber schon. Fahren Sie auch ab und zu mal selbst? Ich fahre ungern selbst, ja. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil ich schon aus dem Opel Autohaus komme und damit groß geworden bin und ich habe andere Hobbys. Ja, aber einmal im Jahr machen wir die Deutschland-Rallye und mit meinem Bruder zusammen. Letztes Jahr hatten wir auch alle Kinder dabei und es war ganz klasse und das gefällt mir schon so. Einmal im Jahr ist okay. Ja. Sind wir aber mit einem anderen Fahrzeug gefahren, also wo wir 4 Sitzplätze hatten. Ein Opel Spitzkühler, auch von 1914. Und ja, da passte das auch mit den Ferien. Wie ist es jetzt, wenn Sie aus einer Dynastie kommen, von dem Opel-Autohaus, fährt man dann nur Opel oder haben Sie auch andere Olis? Ausschließlich Opel. Mhm. Familienpflicht sozusagen. Genau. Ja, genau. Tradition. Gut, dann viel Spaß noch. Vielen Dank. Pforzheim ganz im Zeichen der Mobilität an 3 Tagen. Hier zeigt die Motorissimo Fahrzeugkonzepte der Zukunft, aber auch nostalgische Schönheiten längst vergangener Zeiten. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal beim Goldstadt-Magazin.